Schönen guten Abend oder schönen guten Nachmittag. Hier beim Smart Webinar zum Thema Smart Remote Management. Und wir haben heute hier, sind wir zum zweiten Webinar. Das ist einmal der Guido Barthelmes aus Österreich und der Schweiz, der da unsere Händler und die Kunden betreut. Der wird heute im Chat für Fragen und Antworten bereitstehen. Und ich rede hier fleißig an der Präsentation. Kurz zur Agenda, über was sprechen wir heute? Einmal ganz kurz Housekeeping zum Webinar, dann werden wir uns anschauen, wie bekommt man überhaupt seinen Zugang zum Smart Remote Management? Wie richtet man sich die Konsole entsprechend ein? Wie können Geräte hinzugefügt werden? Und dann auch natürlich, wie arbeitet man mit der Remote Management Konsole im täglichen Ablauf, wenn man die Geräte hinzugefügt hat? Und im Nachgang, dann gibt es noch mal ein paar Infos zur Unterstützung, also weiterführende Inhalte zum Thema Self-Service oder auch eben buchbare Services über unsere Fachhändler. Und ganz am Ende gehen wir dann auch noch mal auf Fragen ein, die während des Webinars nicht beantwortet wurden. Ganz kurz zum Housekeeping. Immer wenn Sie Fragen haben, können Sie die direkt über F&A einstellen. Der Guido Barthelmes wird es dann entsprechend entweder gleich mit Ihnen beantworten oder stellt mir die Fragen dann live im Webinar. Dann können wir das ja auch live beantworten. Und es gibt ein paar Sachen, da würden wir explizit darauf hinweisen. Also wenn Sie dazu Fragen haben, weil es vielleicht ein bisschen komplexer ist, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an die info@germany.smarttech.com. Da können wir dann darauf eingehen. Da geht es vor allem um Fremdhardware-Einbindung oder auch, wenn Sie Themen haben, Fragen haben zum Abruf der Lizenzen oder inkludierten Lizenzen, dann gehen wir da gerne mit Ihnen nochmal drauf ein. Generell, das Webinar wird aufgezeichnet und im Anschluss dann auf unserem YouTube-Kanal bereitgestellt oder eben auf der Webseite dach.smarttech.com. Wo Sie sich jetzt auch schon angemeldet haben für dieses Webinar, können Sie die Aufzeichnung auch jederzeit wieder einsehen. Kommen wir zum ersten Punkt. Wie bekommen Sie Zugang zum Smart Remote Management? Das Smart Remote Management ist ja eine MDM-Lösung, also eine Mobile Device Management-Lösung, mit der Sie mobile Endgeräte oder eben auch immobile Endgeräte, wie zum Beispiel so ein Smart Interactive Display, fernverwalten können. Das heißt, App aufspielen, Remote-Zugriff und dergleichen. Und es gibt eine große Handvoll Serien von uns, die haben das immer inklusive im Lieferumfang. Das bedeutet, bei all diesen Serien, die hier aufgeführt sind, haben Sie immer automatisch eine Lizenz enthalten, die Sie dann abrufen können. Das Ganze erfolgt bei uns über das Smart Admin Portal. Auch hier, wer ein Gerät hat, Gerät gekauft hat und hat diese Lizenz noch nicht abgerufen, hat da Fragen zu, wie das funktioniert, nehmen Sie gerne Kontakt auf. Wir können Ihnen das dann nochmal gezielt für Sie zeigen, wie Sie das Admin Portal anlegen und verwenden, um entsprechend Lizenzen auch abzurufen, sowohl gekaufte als auch die inkludierten Lizenzen. Das ist die erste Variante. Der zweite Punkt zum Erhalt von Lizenzen ist eben nicht das Inkludierte, sondern der Kauf von Lizenzen. Das ist bei uns relevant für alle Displays der Smart GX-Serie. Das ist unser Einstiegsdisplay. Da ist der Lieferumfang modular, das ist also im Standard nicht dabei. Und die Software Smart Remote Management ist optional dazu buchbar. Und generell natürlich auch bei Fremdhardware, die ist ja nicht von uns verkauft, auch dafür müssten Sie die Lizenz oder können Sie die Lizenz für Smart Remote Management optional kaufen. Das betrifft dann eben alle möglichen Displays von fremden Herstellern. Das betrifft Tablets, Android oder iOS. Und das betrifft aber auch klassische PCs, Windows-PCs oder Laptops, die Sie über diese Konsole verwalten können, was für Sie den charmanten Vorteil hat, dass Sie alle Geräteklassen, die Sie haben, in einer Konsole entsprechend verwalten können. Im Webinar heute gehen wir vorwiegend auf das Thema Verwendung Smart Remote Management für die Smart-Geräte ein. Sobald sich dann um das Thema Einbindung Tablets, Laptops, Fremdhardware dreht, auch da der Hinweis, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf über die Mailadresse und dann können wir auch hier nochmal ausführlich mit Ihnen in das Gespräch gehen, wie Sie dort auch andere Hardware in die Konsole mit einbinden können. Der dritte Punkt, Zugang zum Thema Smart Remote Management,
ist das Verlängern von Lizenzen, also immer dann, wenn eine Remote-Management-Lizenz abläuft, also entweder die inkludierte oder die gekaufte, dann können Sie diese verlängern. Und ja, auch hier, wenn Sie Fragen dazu haben, melden Sie sich gerne bei uns. Dann können wir mit Ihnen darüber sprechen, wie Sie die Lizenzverlängerung beschaffen können und wie das Handling funktioniert. Genau. Schauen wir uns jetzt mal an, wie wir das Smart Remote Management einrichten. Also nehmen wir an, Sie haben noch gar keinen Zugang und richten es erstmalig ein. Dann gibt es diese Website, auf die Sie gehen können. Und da haben Sie dann die Möglichkeit, eine eigene Domain anzulegen. Das Ganze schaut dann so aus, wenn Sie auf diesen Link klicken und auf Registrieren, kriegen Sie diese Anmeldemaske und können sich dann hier entsprechend eintragen. Die Domain wird hier oben eingetragen, also dieses admin@, das steht immer da und dahinter tragen Sie beliebig Ihre Domain ein. Da ich mich heute in Köln befinde, einfach mal exemplarisch am Beispiel Köln, könnte man jetzt sagen admin@ Stadt Köln beispielsweise oder einfach nur admin@ Köln. Und dann würde man im Prinzip ein Remote Management anlegen, was sich dann eben auf Köln bezieht. Sie sind prinzipiell frei in der Auswahl dieser Domain. Das heißt, das ist nicht gekoppelt an eine Webdomain Ihres Trägers oder Ihrer Institution, sondern Sie legen hier tatsächlich selber einfach einen Namen fest, für die Gerätegruppe oder für die Gruppe des Remote Managements, die Sie verwenden wollen. Dann natürlich alle anderen Daten, die hier abgefordert sind, also Kontaktdaten, Mailadresse, Passwort, geben Sie ein und dann haben Sie schon mal ein Konto. Dieses Konto läuft zunächst immer in einer Testphase. Das heißt, selbst wenn Sie jetzt noch keine Lizenz bekommen haben und keine Lizenz abgerufen haben, können Sie dieses Remote Management einrichten mit Ihrem Konto und haben dann einen Testzeitraum, in dem Sie schon mal loslegen können, sich die Konsole einrichten können und dann eben parallel die Lizenz abrufen beim Fachhändler oder selber im Admin-Portal. Genau. Die Lizenz tragen Sie dann in der Konsole ein. Da gibt es ganz oben immer diese Domain, also da gibt es immer dieses Icon, auf das Sie tippen können. Dann gibt es den Punkt Abrechnung und im Punkt Abrechnung haben Sie dann die Möglichkeit, hier die Lizenznummer einzutragen. Dann tippen Sie auf Coupon aktivieren und dann wird Ihnen entsprechend die, ja, Gutschrift für die Lizenz in der Konsole aktiviert. Genau. Also sind es drei Schritte, die man braucht, um die Konsole betriebsfertig zu haben. Kommen wir zum Hinzufügen von Geräten in die Konsole. Das heißt, im ersten Schritt haben Sie jetzt erstmal sich die Konsole angelegt. Sie haben webbasiert ein Interface, wo Sie jetzt Ihre Geräte managen können. Und jetzt können Sie die Geräte hinzufügen. Wie gesagt, heute geht es um die Smart Displays. Da beziehe ich mich erstmal auf alle Smart Displays mit dem Smart IQ Betriebssystem. Das sind zum Beispiel diese Serien, die jetzt hier aufgeführt sind. Und da muss man im ersten Schritt einmal die Fernverwaltung im Display aktivieren. Dazu rufen Sie sich das Android-System des Displays auf. Das können Sie immer machen über die Home-Taste ganz unten in der Displaymitte oder bei älteren Geräten auch teilweise am Rand. Ist dann markiert mit so einem kleinen Häuschen-Symbol. Dann landen Sie auf dieser Startseite. Und da haben Sie hier ganz unten die Möglichkeit, die Einstellung anzutippen. Und wenn Sie das tun, landen Sie in den Einstellungen des Displays und haben dann die Möglichkeit, hier im Bereich Fernverwaltung auf die Steuerung zuzugreifen. Dann müssen Sie im nächsten Schritt einmal die Remote-Verwaltung aktivieren. Und nachdem Sie das gemacht haben, tippen Sie hier oben auf die Taste Starten Sie die Remote-Management-Verwaltung. Nachdem Sie das gemacht haben, können Sie nun Ihre Domain eintragen. Das ist der nächste Schritt. Das heißt, immer dann, wenn Sie hier oben einmal drauf tippen, dann öffnet sich diese Seite auf Ihrem Display und Sie haben jetzt die Möglichkeit, hier die Domain einzutragen. Die Domain ist das, was Sie bei sich am Anfang im Remote Management Konto hinterlegt haben, also da, wo eben stand admin@ in der obersten Zeile. Das, was Sie dahinter eingetragen haben, das ist Ihre Domain und die tragen Sie hier entsprechend ein. Ich sage mal Beispiel-Domain, die tragen Sie einfach ein.
Dann akzeptieren Sie hier die AGB und tippen danach auf Registrieren. Und dann wird das Gerät bei Ihnen in der Konsole angemeldet und befindet sich direkt im Zugriff. Damit haben wir jetzt die ersten zwei Schritte erledigt und jetzt haben Sie optional noch die Möglichkeit, dem Gerät bestimmte Schlagworte, wir nennen das Ganze Tags, zuzuweisen. Dazu schauen wir uns das nochmal an. Wenn Sie dieses Eingabefenster haben und haben das Gerät registriert, dann haben Sie hier im unteren Bereich die Möglichkeit, auf einen erweiterten Assistenten zuzugreifen. Und wenn Sie das tun, öffnet sich nochmal ein Fenster, in dem Sie dann bestimmte Schlagworte vergeben können. Das funktioniert ganz einfach. Sie haben diese Bildschirmtastatur hier unten, können hier beliebig Schlagworte eingeben und bestätigen das Ganze dann immer mit der Enter-Taste und dann wird hier oben aus dem Textfeld entsprechend der Eintrag, der dann hier auch fest hinterlegt wird. Diese Schlagworte, da können Sie mehrere anlegen, das sieht man jetzt ja auch in diesem Beispiel, haben dann später die Möglichkeit oder bieten Ihnen die Möglichkeit in der Konsole, die Geräte nach diesen Schlagworten zu filtern. Also wir könnten dann zum Beispiel, schauen wir uns gleich an, in der Konsole nach Köln oder Cologne filtern, wir können nach Germany filtern, wir können nach Grundschule filtern und das schauen wir uns dann später an, was das dann im Detail macht. Aber das ist die Stelle, wo Sie die Schlagworte eintragen können. Genau. Wie sieht das Ganze aus, wenn Sie ein Display der Smart GX-Serie haben? Also das ist ein Gerät ohne Smart IQ. Das hat ein anderes Android-System. Auch hier ist es so, dass Sie zunächst die Fernverwaltung aktivieren müssen. Dazu schauen wir uns einmal die Benutzeroberfläche von dem Smart GX an. Da haben wir auch ein Desktop unter Android und da gibt es hier die Rubrik Apps. Und wenn Sie da drauf tippen, dann finden Sie hier auch direkt die Schaltfläche für Smart Remote Management. Und sobald Sie hier einmal drauf tippen, haben Sie die gleiche Ansicht wie eben gezeigt, also mit der Domain-Eingabe, mit der Möglichkeit, Schlagworte zu hinterlegen. Das ist dann die gleiche Anwendung. Nur der Schritt der Aktivierung sieht ein bisschen anders aus, wie eben jetzt hier gerade gezeigt. Genau. Und damit genauso in drei Schritten ist das Gerät entsprechend hinzugefügt und Sie können loslegen. Schauen wir uns einmal die Konsole an, also wie sieht das Ganze aus, wenn Sie sich im Web anmelden. Da haben wir ein Dashboard, das heißt immer, wenn Sie sich angemeldet haben, bekommen Sie dieses Dashboard als Ansicht und haben jetzt hier verschiedene Sachen, die Sie machen können. Das erste ist hier ganz oben, dieses Profilbild, wenn Sie dort drauf tippen, dann öffnet sich dieses kleine Fenster, was wir vorhin gesehen haben, wo Sie auch diese Abrechnungsinformationen haben, also wo Sie im Prinzip den Coupon oder die Lizenz eintragen. Also das verbirgt sich dahinter, wenn Sie hier oben drauf tippen. Und ansonsten haben wir auf diesem Dashboard ganz, ganz viele Quicklinks zu bestimmten Anwendungen und sehr beliebten Anwendungen, die man eben häufig braucht. Eines davon ist natürlich aktive Geräte, also man kriegt hier sofort auf einen Blick, wenn man dort drauf tippt, eine Liste aller aktiven Geräte angezeigt. Man kann aber hier auch auf die Nutzerverwaltung zugreifen, also welche Benutzer führen Sie in Ihrer Konsole. Das heißt, neben dem Admin der Institution, des Landkreises, der Schule, kann man eben auch noch andere Nutzer hinzufügen, die bestimmte Rechte haben, um in Ihrer Konsole auch arbeiten zu können. Das so zum groben Überblick. Und dann schauen wir uns jetzt mal an, wie man mit der Konsole arbeiten kann. Ja, schauen wir uns das nochmal an. Also Standard natürlich haben wir jetzt erstmal unser Dashboard. Und wenn ich jetzt auf die aktiven Geräte klicke, dann komme ich hier auf eine Liste mit allen aktiven Geräten, die in meinem System hinterlegt sind. Das heißt, ich sehe mal hier oben, Gerätegruppe sind alle. Das heißt, alle Geräte, die in meiner Domain angelegt sind, werden mir jetzt aufgelistet. Da gibt es immer einen eindeutigen Wert, mit dem Sie Geräte finden können. Das ist die Geräte-ID. Sprich die Seriennummer, also die Geräte-ID ist identisch zur Seriennummer des Geräts, die auf dem Gerät auch aufgedruckt ist. Und über diesen Wert finden Sie generell jedes Gerät, egal wie Sie das Gerät benannt haben. Sie können ja hier individuelle Namen vergeben für das Gerät. Die sind natürlich nicht eindeutig zuordnenbar, aber die Seriennummer des Gerätes ist immer auffindbar und ermöglicht eben den Zugriff auf das Gerät.
Ein Suchfeld hier oben. Wenn Sie dort etwas eintragen, zum Beispiel jetzt Cologne in unserem Fall, in dem Beispiel, dann sehen Sie jetzt hier schon, dass Sie nur noch Geräte finden, die explizit das Schlagwort Cologne aufweisen. Jetzt überall hier einmal hervorgehoben. Und das ist genau das, was passiert, wenn Sie Schlagworte in den Geräten verwenden. Das heißt, die Geräte mit dem Schlagwort Cologne können in der Gruppe Cologne erfasst werden oder eben auch über den Suchbegriff Cologne hier oben auffindbar gemacht werden. Und dann haben Sie hier die direkte Auswahl, unabhängig davon, welche Schlagworte das Gerät noch hat. Also ob das jetzt zusätzlich noch Grundschule heißt oder Regelschule oder MX-Serie, das ist egal. Wenn Cologne hinterlegt ist und Sie suchen nach Cologne, finden Sie alle Geräte, die eben dieser Gruppe zugeordnet sind. Wenn Sie nochmal zurück, wenn Sie jetzt eins der Geräte antippen in der Liste, auf die Zeile klicken, dann öffnet sich ein Bedienfenster für explizit dieses eine Gerät. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, hier verschiedene Funktionen auszuführen mit dem Gerät. Sie sehen auch hier an der Seite den Gerätezustand. Sie sehen die Apps, die installiert sind in der Mitte und können auch Apps direkt deinstallieren oder anhalten. Und hier loslegen. An der Seite hier rechts, der Bereich ist der tatsächlich sehr interessant ist, weil Sie darüber aktiv mit den Geräten arbeiten können. Das ist im ersten Moment natürlich ganz oben das Fernsteuern. Immer wenn Sie auf Fernsteuern tippen, kriegen Sie direkt ein Live-Bild angezeigt des Displays und können das Ganze auch aus der Ferne über den Rechner oder auf dem Tablet, wenn Sie es da im Browser geöffnet haben, auch fernsteuern. Das heißt, Sie haben eine Touch-Möglichkeit über Ihren Arbeitsplatzrechner in der IT, in der Administration, um auf ein Gerät in einem bestimmten Raum oder an einem anderen Standort zugreifen zu können und können das dann entsprechend auch im Touch bedienen. Da gibt es zwei Optionen, im Sinne von, ist das generell freigegeben, dass man sich aus der Ferne zuschalten kann, oder bedarf es einer Freigabe durch eine Person im Raum, die quittiert, dass ein Fernzugriff erfolgt. Das Ganze legen Sie in den Einstellungen der Konsole an. Das ist hier drüben bei diesem Zahnrad. Da können Sie dann zum Beispiel festlegen, ob generell der Zugriff automatisch erfolgt. Also sobald Sie auf Fernsteuern gehen, sehen Sie so wie jetzt hier direkt ein Live-Bild von dem Gerät. Oder Sie können definieren, dass ein Anwender oder eine Person im Raum eine Meldung bekommt am Display, dass ein Zugriff erfolgen soll und die Person muss diesen Zugriff erst bestätigen. Ja. Das Ganze ermöglicht Ihnen eben ohne diese Turnschuh-Administration die Möglichkeit, Ihren Anwendern im Unternehmen oder in der Institution direkt helfen zu können. Also wenn Sie telefonisch den Anruf bekommen von einem Anwender, einer Anwenderin im Raum, dass Sie an irgendeiner Stelle mit dem Gerät nicht weiterkommen, schalten Sie sich hierüber auf, sehen genau, was gerade die Sachlage ist und können entsprechend auch durch diesen Touch, den Sie haben, ja, interagieren und können auch bestimmte Aufgaben am Gerät ausführen, um dem Anwender, der Anwenderin im Raum auch direkt helfen zu können. Ein weiterer Punkt, der auch sehr interessant ist, ist das Thema Pakete installieren. Es geht in dem Fall darum, dass man Apps und Programme auf dem Gerät installiert. All diese Geräte, sowohl die Geräte mit IQ als auch die GX-Serie ohne IQ, sind ja Geräte, die ein integriertes Android-System haben und auf diesem Android-System können Sie beliebige Apps installieren. Um diese Apps installieren zu können, erstellen Sie sich genau an dieser Stelle mit Paket installieren hier einen eigenen Pool an Paketen, die Sie dann auf die Geräte ausrollen können, zur Installation. Das Ganze geht dann wie folgt. Sie haben hier unten die Möglichkeit, ein Paket hinzuzufügen. Also ganz unten links sieht man das. Und dann öffnet sich ein neues Fenster und da hat man dann die Möglichkeit, die APK auszuwählen, also ja, das Programm, was installiert werden soll. Und das Ganze eben entweder von der spezifischen Webseite aus dem Google Play Store oder vielleicht haben Sie die APK auch lokal bei sich im Netzwerk, auf dem Rechner, auf dem Server gespeichert. Dann können Sie die hier entsprechend auch hochladen. Gleiches gilt auch für iOS-Anwendungen. Das betrifft jetzt nicht unsere Displays, die sind ja ohne iOS, sondern mit Android. Aber wenn Sie beispielsweise iPads oder iPhones mit der Konsole verwalten, dann haben Sie über die Möglichkeit iOS-Unternehmensanwendung auch ja, im Bereich Apple-Applikationen auszurollen.
Die Pakete, die Sie hier erstellen, liegen dann in dieser Konsole ab. Und dann brauchen Sie das immer nur einmal auswählen, dann kriegt das so einen grünen Rand. Und dann gehen Sie unten auf Anwenden und dann wird das Paket an das Display geschickt und wird dort installiert. Wir machen das jetzt am Beispiel eines einzelnen Gerätes. Sie können aber natürlich auch diese Paketinstallation gleichzeitig auf beliebig vielen Displays ausführen. Wenn wir nochmal zurückgehen in die Liste hier mit den Geräten, dann haben Sie hier die Möglichkeit, entweder alle Geräte auszuwählen oder auch einzelne Geräte aus dieser Liste anzuklicken. Und wenn Sie das getan haben, haben Sie die Möglichkeit, hier oben auf Installationspaket zu klicken. Und dann haben Sie da auch wieder Zugriff auf Ihre Pakete, die Sie erstellt haben, um diese gleichzeitig auf mehreren Geräten ausrollen zu können. Ein weiterer Punkt, der auch das Ganze sehr bequem macht, ist natürlich das Treffen von Geräteeinstellungen. Also all das, was ich direkt am Gerät, physisch am Gerät einstellen kann, über eben das Bedienen der Einstellungen, kann ich hier auch über die Remote Management Konsole machen, indem ich hier das Geräteeinstellungsfenster öffne. Dann haben Sie auch hier die Möglichkeit, gewisse Einstellungen als Paket zu erstellen. Und das geht genauso wieder ganz unten auf Neu hinzufügen. Dann öffnet sich eine Maske, zum Beispiel jetzt hier mal mit WLAN. Das heißt, Sie haben an der Seite ganz, ganz viele Punkte, die Sie auswählen können. Die haben dann wieder Unterpunkte und jetzt ein Beispiel eben WLAN, dass Sie zum Beispiel die Einstellung, Konfiguration des WLANs vornehmen, welche SSID, welches Passwort dergleichen und das dann entsprechend festsetzen, um das Ganze ausrollen zu können als Einstellung für alle Geräte. Jetzt gibt es die Möglichkeit, sowas zu kombinieren. Da gibt es hier unten rechts, sieht man das, den Bereich Arbeitsablauf. Und ein Arbeitsablauf ist tatsächlich das manuelle Zusammenfügen von verschiedenen Aufgaben, die die Konsole erledigen soll. Das kann sein, dass Sie, wenn Sie auf Arbeitsablauf gehen, bestimmte Einstellungen, Geräteeinstellungen, die Sie definiert haben, aneinanderketten und das Ganze auch kombinieren mit einer Aneinanderkettung von App-Installationen und das alles in einem Arbeitsablauf speichern. Das könnten Sie beispielsweise abspeichern dann als Arbeitsablauf neues Gerät. Und immer wenn Sie ein neues Gerät in die Konsole aufnehmen, könnten Sie dann diesen Arbeitsablauf einmal antippen und rollen ihn auf das Gerät aus und dann würden alle Einstellungen getroffen werden. Und auch alle Apps, die Sie in diesem Arbeitsablauf verbunden haben, würden automatisch auf dem Gerät installiert werden. Das heißt, Sie nehmen einmal die Konfiguration vor und haben dann eben die Möglichkeit, diese permanent zu reproduzieren, indem Sie einfach den Arbeitsablauf immer und immer wieder ausrollen, ähnlich wie bei einem Image, was Sie erstellt haben. Kommen wir zum Thema Gruppen. Zunächst einmal laufen alle Geräte auf. Also das heißt, wenn Sie keine Gruppen erstellt haben, haben Sie generell diese eine Ansicht, wo alle Geräte untereinander weg einfach auflaufen. Und an der Seite hier in der Konsole gibt es dann die Möglichkeit, Gruppen festzulegen. Diese Gruppen können Sie frei benennen, zum Beispiel eben Grundschulen, Regelschulen, Gymnasien, Konferenzräume, öffentliche Bereiche. Sie können es auch nach Gerätetypen benennen, wenn Sie jetzt als Träger verschiedene Serien von uns in der Betreuung haben, beispielsweise Geräte der 6000er Serie oder auch MX-Serie, dann könnten Sie sich verschiedene Gruppen anlegen und diesen Gruppen dann bestimmte Schlagworte zuweisen. Das heißt, der Gruppenname muss nicht eindeutig übereinstimmen mit dem Schlagwort, sondern beim Erstellen der Gruppe, in dem Fall zum Beispiel Cologne, hinterlegen Sie in der Gruppe das Schlagwort Cologne als Schlüsselwert und dann wird in dieser Gruppe werden dann alle Geräte aufgeführt, die entsprechend dieses Schlagwort aufweisen. Der Vorteil für Sie ist, und das sehen wir jetzt gleich im nächsten Punkt, wir haben jetzt einmal hier dieses Gerät, was jetzt hier oben steht, dieses GXV375 in Cologne. Das ist in der Gruppe Cologne aufgeführt. Und wenn ich jetzt mal zum Beispiel gucke nach der Gruppe neue Geräte,
dann ist das gleiche Gerät auch hier nochmal aufgeführt. Das heißt, Sie können ein einziges Gerät gleichzeitig in mehreren Gruppen auffindbar machen, was eben für Sie den Vorteil hat, dass Sie bestimmte Einstellungen und Richtlinien zum Beispiel für die GX-Serie in Ihrem Unternehmens- oder in Ihrem Institutskreis ausrollen können und auf der anderen Seite aber auch sagen können, ich habe zum Beispiel noch eine Gruppe, die ist nach Städten, nach Bereichen, nach Schulformen gegliedert. Und dann können Sie auch noch Arbeitsabläufe oder Einstellungen für diese jeweiligen Schulformen über die Gruppe Cologne oder Grundschule dann zum Beispiel ausrollen. Das heißt, Sie haben da verschiedene Möglichkeiten zu interagieren. Wenn Sie so eine Gruppe haben, dann haben Sie an der Seite hier diese drei Punkte. Schauen wir uns jetzt mal den nächsten Schritt an. Dann öffnet sich hier ein Gruppenmenü. In diesem Gruppenmenü haben Sie jetzt auch die Möglichkeit, bestimmte Einstellungen dauerhaft für diese Gruppe einzurichten. Bedeutet jetzt zum Beispiel im Fall neue Geräte, können Sie eine Gruppe anlegen für neue Geräte, die nach dem Schlagwort neu oder new sucht. Und immer wenn Sie ein Gerät in die Konsole aufnehmen, was das Schlagwort new beinhaltet, läuft es automatisch in die Gruppe neue Geräte auf. Wenn Sie jetzt in der Gruppe bestimmte Arbeitsabläufe festlegen oder Geräteeinstellungen treffen, die in dieser Gruppe immer erfüllt sein müssen, zum Beispiel bestimmte WLAN-Zugangsdaten, bestimmte Hintergrundbilder, bestimmte Apps, die installiert sein müssen, dann ist das ein Wert, der mit dieser Gruppe verknüpft ist. Wenn jetzt ein neues Gerät in die Gruppe kommt, erfolgt eine automatische Abfrage, ob die Werte alle übereinstimmen und alle Werte, die nicht übereinstimmen, werden automatisch aus den Gruppenrichtlinien übernommen. Das heißt, Sie können ja auch eine Automation erstellen, dass entsprechende Apps, Arbeitsabläufe und Richtlinien automatisch auf neue Geräte ausgerollt werden. Und dann brauchen Sie die gar nicht nochmal manuell in der Konsole anfassen, sondern nur im Raum, wenn das Gerät installiert ist, das Schlagwort eintragen, als erstes Domain, dann das Schlagwort. Und dann wird die App-Installation, die Einstellungsrichtlinien automatisch ausgeführt. Kommen wir zum Punkt weiterführende Unterstützung. Oder beziehungsweise, Guido, haben wir schon Fragen im Chat? Gibt es Infos? Ich fürchte, Tim, du erklärst so gut, dass es derzeit keine Fragen gibt. Sonst hätte ich mich schon gemeldet. Okay, top. Dann hier ein paar Sachen zur weiterführenden Unterstützung. Es gibt hier im Webinar zwei Dokumente, die Sie abrufen können. Das eine sind eine Kurzanleitung, das ist eine Kurzanleitung für die Konsole. Und das andere ist eine Übersicht der Funktionen nach Betriebssystem, also im Prinzip jetzt für Tablets und Windows-PCs. Und über diese beiden Links, das eine hier oben ist das Benutzerhandbuch. Das ist ein sehr, sehr umfangreiches Dokument, sehr empfehlenswert für die IT, für die Administration, um da eben sehr ausführlich alle Infos abzuziehen, die man braucht, um Geräte aufzunehmen und auch ja, bestimmte Sachen ausführen zu können. Und das zweite sind hier unten diese Video-Tutorials. Da können Sie über diesen Link nochmal 42 Kurzvideos zu verschiedenen Steps des Remote-Managements einsehen und da auch immer wieder abspielen, wenn Sie bestimmte Sachen ausprobieren wollen, einrichten wollen, haben Sie da eben die Möglichkeit, das auch nochmal in so einer bebilderten Anleitung permanent verfügbar zu haben. Zusätzlich dazu gibt es auch eine ja, persönliche Unterstützung beim Einrichten der Konsole. Da das mitunter, wenn es jetzt Institutionen gibt oder Kreise oder Einrichtungen, die nicht so häufig mit solchen Systemen arbeiten, dann bieten wir das an über unseren Fachhandel oder auch über eigene Personen von uns, dass wir da unterstützen bei der Einrichtung. Das kann, deswegen ist ja Eurozeichen mitunter ein Geldbetrag kosten. Das kommt ein bisschen darauf an, wie umfangreich die Unterstützung ist. Aber generell, mal losgelöst davon, wenn Sie Fragen haben zur Einrichtung, wenn Sie dort Unterstützung brauchen, melden Sie sich gerne bei uns. Wir können Ihnen dann entweder nochmal gezielt Sachen zuschicken, kostenfrei natürlich, also Tutorials, Webinare oder auch kurze Erklärungen, oder Ihnen dann entsprechend auch ja, mit einem persönlichen Termin oder einem Online-Termin nochmal weiterhelfen, um die Einrichtung bei Ihnen umzusetzen und fortzuführen. Dann
Kurz nochmal die Info für das nächste Webinar. Das findet am 14. Mai statt. Da geht es dann um Smart Teamwork, Smart Teamwork 5. Das wird dann gehalten auch vom Guido Barthelmes und unserem Kollegen Nikolai Grimroth. Und dann würde ich jetzt nochmal das Thema Fragen aufwerfen, ob einer der Teilnehmenden in der Runde auch noch Fragen hat. Und da ich glaube, noch ein bisschen mehr Zeit haben jetzt, ja, gerne auch weiterführende Fragen, dann können wir da sicherlich drauf eingehen. Bisher alles ruhig, Tim. Okay. Dann können wir gerne noch einen kleinen Moment warten. Ansonsten würde ich mich an der Stelle jetzt auch schon bedanken. Und wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, ich kann die Mailadresse noch einmal kurz aufzeigen. Also Fragen jeglicher Art, auch wenn Sie später auftreten im Betrieb oder auch generell zu den Geräten und auch zu anderen Themen, die Sie haben, nehmen Sie gerne Kontakt auf. Das landet direkt hier bei uns in Deutschland zum Team und dann können wir Ihnen da auch gezielt helfen. Und ja, zu jeglichem Thema rund um Smart. Okay, dann würde ich sagen, wenn jetzt keine weiteren Fragen kommen, bedanke ich mich, wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.